Ich bin Lilly Stephasius, bin 12 Jahre alt, bin deutsche Meisterin im Skateboardfahren und ich würde unglaublich gerne nächstes Jahr zu den Olympischen Spielen nach Tokio. In Japan ist Skateboard erstmals olympisch. Lilly hat beste Chancen, für Deutschland an den Start zu gehen. Mit 11 wurde sie Zweite bei den Europameisterschaften. Ich mag es halt einfach total, dass es eine sehr kreative Sportart ist und dass es sozusagen keine Vorschriften gibt und jeder so seinen ganz eigenen Style haben kann, seine ganz eigenen Tricks machen kann. Immer dabei Vater Oliver, selbst Skater und Lillys Trainer. Versuch ihn, ja. Der Fuß kann eigentlich auch schon gut. Das ist ein Fakie Nose Blunt und jetzt ist er mit der Hand reingesprungen, das kann sie schon länger. Und höherer Schwierigkeitsgrad ist eben, wenn man es schafft, das Brett nicht mit der Hand dabei anzufassen. Der Fakie Nose Blunt ist einer ihrer Lieblingstricks. Schwer, aber cool, wie sie meint. 5 Tage die Woche, 2 bis 2,5 Stunden lang steht Lilly auf dem Brett. Zeit für Freundinnen bleibt wenig. Mit ihrem anderen Hobby Ballett hat sie deshalb aufgehört. Lilly ist fast ständig unterwegs. Die Qualifikationsturniere für die Spiele in Tokio finden bis auf die deutschen Meisterschaften alle auf anderen Kontinenten statt. Ja, also ich habe wirklich sehr, sehr viel gesehen. Ich bin mehr gereist als manche Erwachsene in ihrem ganzen Leben bis jetzt. Also ich war in China, ich war in Brasilien, ich war in den USA und in eigentlich fast jedem Land in Europa und habe natürlich sehr viele verschiedene Menschen kennengelernt und sehr viele verschiedene Orte. Ich sehe eben auch immer dazu, dass ich selber eben mitfahre und auch mal dann gucke und sehe, wenn es zu viel ist und dann müssen wir eben an der Stelle auch mal abbrechen. Seit kurzem geht Lilly aufs Gymnasium. Die Eltern achten sehr darauf, dass die Schule nicht zu kurz kommt. Dass eine kreative Sportart wie Skateboard olympisch wird, finden nicht alle in der Szene gut. Verbandsstrukturen und feste Regularien würden nicht zum Lebensgefühl und der Kultur des Skatens passen. Es gibt ja sozusagen zwei Arten von Skateboardfahren. Es ist einmal dieses, dass man nur so irgendwie so als Hobby macht, so nebenbei, so irgendwie so. Dieser Teil vom Skateboardfahren würde, das sage ich, auch nicht da reinpassen wirklich. Und dann gibt es halt noch dieses Wettkampf-Skateboardfahren, wo man halt wirklich trainiert und auf den Wettkampf vorbereitet. Und das passt da wirklich rein. Außerdem ist es natürlich eine unglaublich gute Chance, mehr Mädchen oder auch einfach nur mehr Leute zum Skateboardfahren zu bringen und halt denen zu zeigen, wie toll diese Sportart ist. Lilly will in der Disziplin Park an den Start gehen. Dabei fährt sie in eine Art Schüssel oder Betonpool mit Hügeln und Rampen. In Berlin gibt es eine solche Wettkampfstätte gar nicht. Vater und Tochter fahren daher zum Trainieren an den Wochenenden häufig nach Malmö. In Schweden ist Skateboardfahren viel weiter verbreitet. Also ich glaube, dieses Jahr wäre es ein toller Erfolg für sie, wenn sie sich qualifizieren könnte. 4 Jahre später dann in Paris. Wenn sich alles gut entwickelt, da könnte man dann vielleicht auch gucken, ob es vielleicht zu einer Medaille reicht. Aber ich denke, in Tokio wäre das schon ein großer Erfolg, wenn sie teilnehmen kann. Finanzielle Unterstützung bekommt Lilly von der Deutschen Sporthilfe. Den Rest zahlen die Eltern aus eigener Tasche. Eine Teilnahme in Tokio wäre der Lohn für den ganzen Aufwand.